So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus und wir spielen heute eine Runde Arche Nova Solo. Und zwar ist das meine Nummer 5 auf meiner Top-10-Liste der besten Solo-Spiele aktuell, Stand dieses Jahr, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich habe euch mal ein bisschen was vorbereitet. Das Spiel ist 2021 im Feuerland Verlag erschienen, ist von Matthias Wigge, sein Erstlingswerk. Und ja, dann in der Messe Spiel Essen hervorragend verkauft und angenommen worden, hat sehr, sehr gute Kritiken überall bekommen. Ich mag es auch sehr gerne, deswegen ist es auch auf meiner Nummer 5, auch als Solospiel. Ich habe es aber auch schon zu dritt und zu viert gespielt, auch das funktioniert hervorragend. Die Anleitungen geben soweit keine Rätsel auf, es steht alles drin. Es gibt auch sehr gut ein Glossar zu vielen Karten, die spezielle Effekte oder Bedeutungen haben, sodass man da auch nachschlagen kann. Ein bisschen ja, schwierig ist, dass in den Anleitungen zwar alles drinsteht, aber es sind drei verschiedene Elemente, die man als Anleitung hat. Da muss man immer wissen, wo man suchen muss. Ansonsten aber alles super dabei. So, wie gesagt, ich habe euch ein bisschen was aufgebaut. Wir spielen heute den Plan 0. Es gibt insgesamt 10 verschiedene Pläne, und zwar viermal den Plan A, glaube ich, mit dem man anfangen sollte, dann viermal den Plan 0, wenn man ein bisschen weiter fortgeschritten ist, und dann auf den Rückseiten dieser 8 Karten jeweils 8 einzelne individuelle Pläne von 1 bis 8, die man dann auch noch spielen kann, die besondere Eigenschaften haben. Hier jetzt der Plan 0, den Plan A, den Anfängerplan, den lassen wir mal außen vor. Der Plan 0 ist dann sozusagen die nächste Stufe. Worum geht es bei Arche Nova? Wir bewirtschaften und bauen einen Zoo auf unserem persönlichen Tableau und können das mit insgesamt 5 verschiedenen Aktionen tun. Wir können Gehegeplättchen auf unserem Zoo platzieren. Das machen wir mit einer Aktion namens Bauen. Wir können Tiere in diesem Gehege platzieren. Das machen wir mit der Aktion namens Tiere. Wir haben hier Verbandsmitarbeiter. Davon haben wir anfangs einen, später eventuell mehr. Die können wir zur Verbandsarbeit schicken. Das ist dann hier. Dort können wir Partneruniversitäten, ja, Forschungskooperationen eingehen, wir können Artenschutzprojekte unterstützen, wir können Partnerzoos aus anderen Kontinenten, ja, Partnerschaften eingehen und wir können unseren wissenschaftlichen Ruf fördern. Das machen wir mit der Verbandsaktion. Dann können wir uns von dem großen Stapel dort und hier aus der Marktauslage, die ihr schon seht, eine neue Karten besorgen. Das machen wir mit der Aktion Karten und etwas, ja, ein bisschen was Besonderes, die Aktion Sponsoren. Es gibt in den Karten spezielle Sponsorenkarten mit besonderen Effekten und Eigenschaften und die können wir nur ausspielen, wenn wir die Aktion Sponsoren nutzen. Diese 5 Aktionen haben wir im gesamten Spiel immer wieder und müssen die ja geschickt in der Reihenfolge kombinieren, je nachdem, welche Ziele wir haben, welche Aktionen, welche Karten wir auf der Hand haben, welche Karten in der Marktauslage liegen und darin liegt dann die Herausforderung dieses Spiels. In der Solo-Variante funktioniert das so, dass ich hier rechts noch ein kleines Tableau habe, das mir jeden Zug ja, dass mich jeden Zug einen Marker hier schieben lässt. Und wenn ich den letzten Marker schiebe, dann ist sozusagen eine Pause. Im Mehrspielerspiel nennt sich das Ganze Pause, sodass die Marktauslage rotiert, Gehälter gezahlt werden und das Kartenlimit auf der Hand geprüft wird und so weiter. Und das passiert, wenn ich hier in diesem Falle 7 Zügen zum ersten Mal einen Marker schiebe. Dann wandert der oberste Marker aber rüber auf das Verbandstableau und blockiert mir eine Spendenaktion. Normalerweise kriege ich für kleine Spenden einen Artenschutzpunkt, kommen wir gleich zu den Punkten. Und dann schiebe ich alle Marker wieder zurück und habe in der nächsten Runde nur noch 6 Züge. Und wenn ich dann wieder einen Pausenmarker, den letzten Marker hier rüber schiebe, mache ich wieder eine Pause, Gehaltszahlung, Kartenlimit kontrollieren, Marktauslage nachrutschen und so weiter. Und dann kommt wieder ein Marker rüber und blockiert mir weitere Spenden. Und so geht das Ganze weiter. In der Summe funktioniert das Ganze also über letztlich 6 Runden und am Ende der 6. Runde habe ich halt nur noch 2 Züge. Und wenn ich dann den letzten Marker, nehmt euch, so, das ist die letzte Runde, die beginnt dann so. Und wenn ich dann den letzten Marker hier rüber schiebe, kommt es sofort zur Endwertung. Dann gibt es keine Schlusswertung oder gibt es keine neue Pausewertung, sondern dann gibt es sofort die Endwertung. Und wie machen wir die Punkte? Letztlich haben wir da 3 verschiedene Leisten, in denen wir uns fortentwickeln können. Die mittlere hier, mit der fangen wir mal an, ist die sogenannte Rufleiste, der wissenschaftliche Ruf. Wir beginnen bei 1 und können uns weiterentwickeln bis rauf zur 15 und jenseits der 16, wenn wir das mal hinkriegen,
Dann gibt es weitere normale Attraktionspunkte. Und die Attraktionspunkte sind auch die Hauptpunktleiste, mit der wir beginnen. Im Solospiel beginnen wir bei 20. Man kann sich das erschweren, wenn man bei 10 beginnt oder sogar bei 0. Wir beginnen aber heute mal bei 20. Das steht auch so in der Anleitung. Und wenn wir Tiere platzieren, die erhöhen die Attraktivität, die Attraktion unseres Zoos und dann bekommen wir entsprechend Attraktionspunkte. Die werden auf dieser Leiste vorgetragen und gehen rauf bis zu 114 oder 113 hier oben, die letzte Zahl, die wir sehen. In dem Gegenzug können wir Artenschutzprojekte und Artenschutzpunkte uns ergattern und die geben uns Artenschutzpunkte, die auf dieser grünen Leiste, die hier oben auf der anderen Seite beginnt, bei 0 und die geht rauf bis zu 40. Das ist also 41 dann hier und jeder Artenschutzpunkt hier wird auf der inneren Leiste praktisch abgetragen, sodass sich irgendwann irgendwo die Attraktionsleiste und der Artenschutz, die Artenschutzpunkte praktisch kreuzen. Und in dem Moment hätten wir das Spiel gewonnen, wenn wir nach der Endwertung einen überkreuzten Zustand hinbekommen. Wenn wir da noch nicht ganz dran sind, dann haben wir das Spiel verloren mit negativen Punkten. Das wollen wir versuchen zu vermeiden. Ob uns das gelingt, hängt natürlich davon ab, welche Ziele wir haben und welche Karten wir bekommen. Und das schauen wir uns jetzt an. Wir brauchen erstmal Ziele. Dafür gibt es diese Endwertungszielkarten hier. Das braune Sanduhr-Symbol deutet eben die Endwertung, die Schlusswertung hin. Und davon ziehen wir uns zwei, zwischen denen wir in dem Moment, wenn wir 10 Artenschutzpunkte bekommen, auswählen müssen. Vorher können wir beides angehen. So, wir haben zwei Ziele. Einmal den Kletterpark. Wir brauchen dafür, um bis zu vier Artenschutzpunkte zu bekommen, 7 oder mehr Felsensymbole in unserem Zoo. Die liegen teilweise an Karten, diese Felsensymbole. Und das schauen wir uns dann später an, wenn wir darauf kommen. Legen wir uns erstmal offen hin. Und das zweite mögliche Ziel ist der Naturalistenzoo, wo wir für unbebaute Baufelder im Zoo Punkte bekommen. Das wird schwierig, weil wir wollen ja auch Gehege bauen und platzieren und damit überbauen wir halt eben auch die Felder. Dann müssen wir schauen, ob wir das erreichen. Ansonsten sammeln wir Felsensymbole heute. Gucken wir mal. Gleichzeitig, um Artenschutzpunkte zu bekommen, gibt es Standard-Artenschutzprojekte, die wir unterstützen können. Davon legen wir 3 aus. Ihr seht die jetzt nicht ganz. Ich zeige es euch gleich nochmal. Kleinen Moment. So, das ist einmal das Pflanzenfresser-Artenschutzsymbol. Benötigt Pflanzenfresser-Symbol in deinem Zoo. Ab 2 Pflanzenfresser-Symbole bekämen wir Artenschutzpunkte, wenn wir dieses Projekt unterstützen. Dann haben wir die Habitatsvielfalt. Dafür benötigen wir verschiedene Kontinentsymbole in unserem Zoo. Und bei bis zu 5 verschiedene Kontinente bekämen wir dann auch tatsächlich 5 Artenschutzsymbole. Das ist ein sehr attraktives Artenschutzprojekt. Und dann haben wir das Raubtier-Artenschutzprojekt. Da benötigen wir Raubtiersymbole. Ähnlich wie bei den Pflanzenfressern benötigen wir hier Raubtiersymbole in unserem Zoo. Also, diese 3 Artenschutzprojekte liegen hier aus und können von uns unterstützt werden. Was wir aber mit einer Verbandsaktion machen müssen, in der Stärke 5. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Besonderheit von Arche Nova. Unsere Aktionskarten hier liegen an 5 Positionen. Und jedes Mal, wenn ich eine Aktion durchführe, meinetwegen hier Sponsoren mit der Stärke 3, dann rutschen alle niedrigeren Karten rauf und die Sponsorenkarte beginnt wieder an Position 1. So verändert sich die Stärke und damit auch die Möglichkeit der Aktion. Und das ist etwas, was wir mehr beachten müssen und berücksichtigen müssen. Und gleichzeitig können wir die Aktionen durch Upgrades auch verstärken auf die Rückseite, sodass sie besser werden, mehr Möglichkeiten bieten, mehr Potenzial haben. So, ihr seht die Aktionskarten auf der unteren Seite. Ihr seht meinen Zooplan. Die blauen Würfel hier sind von einer nicht benutzten Spielerfarbe fürs Solospiel. Meine Farbe ist das Rot. Ich habe jetzt fürs initiale Drafting mir 8 Karten gezogen, muss davon 4 in die Ablage legen. Und erst danach decke ich die Marktauslage auf. Und ich habe hier 4 Bonusziele noch platziert, zufällig ausgewählt, zwischen denen ich auswählen muss, wenn ich die entsprechenden Artenschutzpunkte auf dem Niveau erreiche. So, dann gucken wir uns mal meine Karten an. Wir haben hier ein paar Tierkarten, ein paar Sponsorenkarten. Wir haben den Bergtarp hier mit Felsensymbol, also für den Kletterpark, für das Kletterparkziel eventuell interessant und gleichzeitig Pflanzenfresser für das Artenschutzprojekt interessant. Den können wir uns mal erstmal behalten.
Dann haben wir den Rosa Flamingo. Ja, erstmal keines der Artenschutzprojekte, was wir brauchen, keines der Ziele unterstützend, die wir hier haben. Eventuell brauchen wir den nicht, lege ich den mal zur anderen Seite. Dann haben wir den Sumatra-Tiger. Auch der unterstützt das Raubtiersymbol, aber kein Felsensymbol, bringt aber auch wissenschaftlichen Ruf und Artenschutzpunkte, genau wie der Tapir, ist aber auch sehr teuer und braucht ein großes Gehege. Das ist, na, da weiß ich noch nicht, ob wir den nehmen. Hier haben wir die Abgottschlange, auch kein Felsensymbol, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Dann haben wir hier noch ein Raubtier mit Felsensymbol, den Leoparden. Der ist wieder attraktiver als der Tiger. Der ist auch nicht ganz so teuer. Und dann haben wir Sponsorenkarten. Einmal den Primatenspezialisten, das passt aber nicht zu den Artenschutzprojekten und nicht zu unseren Zielen. Dann haben wir den Tüpfel hier in Auslauf. Der bringt uns... Der bringt uns erstens noch ein Raubtiersymbol und zweitens ein Felsensymbol und drittens lässt er uns bei jedem Raubtier, was wir spielen, nochmal Karten nehmen und wir kriegen das Hyänengehege. Das ist auch durchaus interessant, können wir uns mal behalten. Und dann haben wir den Rhesusaffenpark mit Primatensymbol. Weiß ich nicht, ob wir den brauchen. Wir gucken jetzt mal. Also, was wir behalten wollen, die Tüpfelhyänen, den Leopard und den Bergtapir. Damit haben wir dann auch. Und jetzt müssen wir noch eine vierte Karte uns auswählen. Welche würden wir am ehesten behalten? Ja, vielleicht doch wegen der Attraktion und dem Ruf und der Artenschutzpunkte den Sumatra-Tiger. Dessen Gehege muss dann aber an zwei Wassergrenzen. Der ist recht teuer. Ob wir den ausspielen können oder ob wir den später austauschen, weiß ich noch nicht. Nehmen wir den mal auf die Hand. Die anderen Karten legen wir mal zur Seite. So, jetzt decken wir die Marktauslage auf. Da haben wir den Senegal Galago, einen Primaten aus Afrika, den Alfablori aus dem Streichelzoo-Gehege, dann den Tierarzt. Der könnte interessant sein. Den Weißkopfseeadler, ein großer Raubvogel. Hier noch ein Raubtier mit dem Puma mit Felsensymbol. Das könnte interessant sein. Und ein Pflanzenfresser, hier das Panzernashorn. Da brauchen wir aber die Karte Tiere auf Stufe 2, um sie ausspielen zu können. Also zwei interessante Karten sehe ich hier für uns jetzt, nämlich den Tierarzt, der es uns ermöglicht, Artenschutzprojekte schon mit der Aktionsstärke 4 zu unterstützen, Verband 4, und nicht erst Verband 5 zu haben. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Gut, dann beginnt es und wir sind jetzt einfach, wir machen jetzt Zug um Zug, markieren das hier auf unserem Board, auf dem Solo-Board und schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. So, wir werden sicherlich Gehege bauen müssen, um die Tiere auch ausspielen zu können. Dann ist die Frage, kommen wir an diese Karte? Dafür müssten wir zuschnappen, um den Tierarzt zu bekommen, beziehungsweise unseren Ruf entsprechend erhöhen. Tja, unsere Verbandskarte liegt auf Stufe 5. Aber jetzt schon ein Artenschutzprojekt unterstützen funktioniert nicht, weil wir keine Artenvielfalt haben, keine Pflanzenfresser, keine Raubtiere. Das heißt, wir können eigentlich jetzt ganz geschickt erstmal unsere Verbandsstärke erhöhen, unsere Verbandsaktionen machen und uns entweder einen Partnerzoo holen oder eine Partneruni. Das müssen wir mal schauen, was wäre denn sinnvoll. Ich denke mit der Verbandsaktion, erste Aktion, Verband 5, wir nutzen aber Stärke 4 und holen uns eine Partneruni. Ich lege das mal hier hin, den Arbeiter. Den kriegen wir dann in der Pause zurück. Das heißt, das ist eine und die erste und einzige Verbandsaktion, die wir in der ersten Runde ausführen können. Und jetzt ist die Frage, ob wir uns schon... wir holen uns eine Partneruni, ob wir uns schon die mit den zwei wissenschaftlichen Symbolen holen, um im Prinzip den Tiger ausspielen zu können, auch wenn wir da noch lange nicht so weit sind. Das machen wir mal.
So, obwohl, Moment, wartet. Ich möchte mein Handkartenlimit vielleicht auf 5 erhöhen. Nehmen wir mal diese Uni. Ich erhöhe mein Handkartenlimit auf 5 und bekomme noch zusätzlich einen wissenschaftlichen Ruf. Das ist der hier. So, jetzt haben wir die Verbandsaktion abgehandelt. Jetzt kommt die Verbandskarte auf Stärke 1. Alle anderen Karten wandern weiter. Und weiter geht's. Jetzt könnten wir ein Gehege bauen. Ich habe ja 25 Geld für den Anfang. Oder uns direkt den Tierarzt schnappen. Oder, ja, das sind die zwei sinnvollen Aktionen, die wir machen können. Wir schnappen uns mal den Tierarzt. Wir machen Karten 5 und auf der Stärke können wir zuschnappen. Und zuschnappen heißt, ich kann eine Karte aus der Marktauslage ohne weitere Kosten zu mir nehmen. Und dann nehme ich mal den Tierarzt. Der Puma läuft uns noch nicht weg. Die anderen Sachen, das war jetzt die Kartenaktion. Die anderen Sachen rutschen nach. Und die Kartenaktion ist abgehandelt. Und damit haben wir jetzt die Sponsorenkarte Tierarzt auf der Stärke 4 liegen. Und dann spielen wir die aus. Das machen wir mit unserer Sponsorenstärke 4. Die Stärke 4 sagt uns, dass wir da eben diese Karte mit dieser Stärke auch ausspielen dürfen. Und die gibt uns auch ein wissenschaftliches Symbol. Das ist auch schon mal was wert. Und wir bekommen jetzt für jede Uni, die wir haben, entsprechend Geld. Aktuell haben wir nur eine Partneruni. Wir bekommen also zwei Geld. Und hier seht ihr, ups, die habe ich noch gar nicht abgedeckt. Ein Vorteil des schönen Spiels. Hier sind zwei, zwar aus Plastik bestehende, aber sehr praktische ja, Trays für die Plättchen, für die Zoolegeplättchen und für das Geld und andere Sondersymbole. Es ist alles da und ich bekomme zwei Geld für die eine Partneruni, die ich habe. Das spart einen aufwendigen Aufbau. Das Spiel ist relativ schnell aufgebaut und auch sehr schnell wieder weggeräumt. So, damit haben wir die Sponsorenaktion abgeschlossen. Das rutscht entsprechend. So, und jetzt sollten wir dann doch mal bauen. Und jetzt ist die große Frage: Im Plan 0 haben wir keinen Standardeingang. Wir können also beginnen, wo wir wollen. Jetzt schauen wir mal, wo wir da vielleicht sinnvoll bauen können. Wir brauchen Vierer-, Zweier- und Dreier-Gehege. Und das Vierergehege müsste an zwei Wasserfelder angrenzen, um den Tiger zu platzieren. Die Zweier- und Dreiergehege müssen an Felsen angrenzen. Wir dürfen aber mit der Bauenaktion nur ein Bauwerk bauen. Da wir die Stärke 5 haben, bauen wir mal das große Vierergehege, dann verschwenden wir nicht so viel Aktionsstärke. Wir bauen mal ein Vierergehege. Also wird die vierte Aktion, bauen 5. Bauen ein Vierergehege, nehmen uns das, zahlen dafür 8 Geld, weil wir damit 4 Felder überdecken. Das kostet 2 Geld pro Feld. Und platzieren das. Platzieren das hier. Damit überdecken wir dieses Bonusfeld für zwei wissenschaftlichen Ruf. Ich glaube, alternativ das hier. Nein, das brauchen wir nicht. Wir nehmen dieses hier, platzieren das hier. Damit wäre das unser Moment. Verband, Karten, Sponsoren haben wir als erstes.
vierte Aktion war das, genau, bauen. Damit ist das Bauen abgeschlossen. Die Karte rutscht rum. Und jetzt können wir haben wir noch drei Aktionen in der Runde. Wir haben keine Verbandsaktion mehr, obwohl ich schon wieder auf Stärke 4 liegt. Wir können jetzt ein Tier ausspielen, aber dadurch, dass ich das Vierergehege gebaut habe, hätte ich das vielleicht gar nicht machen sollen, weil ich kann jetzt den Tiger nicht ausspielen, weil ich das Geld nicht habe. Wie viel Geld habe ich denn? Ich habe 15, 19. Seht ihr mal, hätte ich das am besten gar nicht gebaut. Wir machen die Bauenaktion ein Stück rückgängig, das war das Letzte, was wir gemacht haben. Wir bauen gar kein Vierergehege. Wir bauen das nur das Zweiergehege für den Tapir. Ja, wir bauen nur das Zweiergehege. Dann kriege ich also 4 Geld wieder. Gib ihm einer zurück. 5. Nehmen wir doch mal das Zweiergehege. Platziere das aber auch hier an dem Felsen und den beiden Wassern, sodass mit dem Bonus das Ganze, so die zwei Ruf waren es, keine Verwirrung entsteht. Ja, ich glaube, das Bauen 2 ist geschickter an dieser Stelle. Das Tigergehege können wir später bauen. Denn jetzt können wir mit der Aktion Tiere den Tapir ausspielen. Und der Tapir muss in ein Zweiergehege und kostet uns 15 Geld. Die 15 Geld haben wir. Das Zweiergehege beziehen wir. Das war übrigens jetzt eine Aktion. 1, 2, 3, 4, die fünfte Aktion, jawohl. Und 15 Geld haben wir bezahlt, da ist das Zweiergehege. Und jetzt handeln wir den Effekt der Tapirkarte ab. Das gibt uns einen Artenschutzpunkt. Das rutschen wir hier oben auf der Leiste. Das gibt uns 4 Attraktionen. 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir den Effekt Wühlen. Wähle bis zu zweimal. Lege eine Karte aus der Auslage ab und fülle auf oder lege eine Karte von der Hand ab, um eine neue vom Nachziehstapel zu ziehen. Ja, meine Handkarten möchte ich eigentlich erstmal noch behalten. Möchte ich ablegen eine Karte von der Auslage ab. Das Streichelzoogehege brauchen wir heute nicht. Füllen wir auf. Okay. Die Karte hier, die passt ganz gut zu dem Tierarzt des Technologieinstituts. Auf die können wir uns dann auch mal irgendwann stürzen. Und den Puma wollten wir eventuell uns schnappen. Was brauchen wir nicht? Das Panzernashorn brauchen wir nicht. Achso, Moment, das rutscht aber dann nach und dann rutscht die Sponsorenkarte hier von der Löwenpatenschaft nach. Okay. So, das haben wir zweimal gemacht. Damit ist die Tiere-Aktion durch. Und jetzt können wir mal überlegen, was wir vielleicht noch machen können. Wir können jetzt noch mal ein Zweiergehege bauen. Das ist ein bisschen wenig. Verbandsaktion haben wir keine, aber wir haben die Kartenaktion. Die Kartenaktion jetzt gegen Ende der Runde. Wir haben jetzt 5 Aktionen durchgeführt. Wir haben noch 2, bevor eine Pause eintritt. Dann schnappen wir uns erstmal ein paar Karten. Stärke 4 heißt, Karten 4, 2 Karten darf ich vom Nachziehstapel ziehen. Einen Primaten auswildern und den Schabrackentapir habe ich hier. Okay. Die Karte mit dem Dschungel, privaten Auswildern, die passt nicht zu den anderen Artenschutzprojekten und zu unseren Zielen. Also ich weiß nicht, ob wir das brauchen werden. Aber der Schabrackentapir ist durchaus interessant, weil er ist wieder ein Pflanzenfresser, genau wie der Bergtapir, den wir hier haben. Das sind doch Kumpels. Dann schauen wir mal. Und als letzte Aktion könnten wir jetzt noch ein Dreiergehege bauen, um vielleicht unseren Leoparden vorzubereiten. Der braucht aber noch einen Partnerzoo. Und zwar aus Afrika. Gut. Oder wir bauen noch ein Zweiergehege für den anderen Tapir.
Eigentlich müsste ich ja den Leoparden vorbereiten, das Felsensymbol. Wir nutzen beim Bauen 3. Und bauen auch ein Dreiergehege. Das kostet uns 6. Und das platzieren wir, wir müssen angrenzend bauen an vorhandene Gehege. Das platzieren wir mal hier. Das liegt an einem Felsen und 2 Wasserfeldern. Das war unsere letzte Aktion in dieser Runde. Und jetzt haben wir eine sogenannte Pause. Im Solo-Modus passiert Folgendes. Wir legen einen Marker rüber und blockieren das Spendenfeld. Dann schieben wir alle Marker zurück auf die linke Seite. Dann kontrollieren wir unser Kartenlimit. Das darf 5 sein. 1, 2, 3, 4, 5. Das passt soweit. Müssen wir erstmal nichts ablegen. Dann müssen wir eventuell mal 2 Marker oder sonstige Dinge zurücklegen. Das haben wir hier nicht. Dann geht es hier weiter. Das Verbandstableau müssen wir nicht aktualisieren, weil im Solospiel uns niemand hier die Dinge wegnehmen kann. Und wir dürfen eh jede Uni und jede Partnerzone nur einmal nehmen. Also brauchen wir auch nicht nachlegen. Dann ändert sich die Marktauslage. Das heißt, die untersten beiden Karten gehen in die Ablage. Alles rutscht nach. Und jetzt müssen wir aufpassen, der Puma liegt jetzt in unserer Reichweite, was den wissenschaftlichen Ruf angeht. Und das Technologieinstitut ist auch interessant. Also die beiden Karten sollten wir versuchen, zumindest den Puma schon mal zu kriegen jetzt. So, und jetzt wird Gehalt gezahlt. Was kriegen wir an Gehalt? Wir kriegen einmal die 18 Geld, weil die Attraktionspunkteleiste in dem 18er Bereich liegt, weil mein Marker dort steht. Das heißt, wir kriegen diese 18 Geld. Hier haben wir keinerlei Einkommenskarten, das sieht man an einem lilafarbenen Symbol oben an der Kante. Man kann also die Karten durchaus immer so auslegen, weil alles Wichtige, was für eine Endwertung ist, das Braun, für eine Pausenwertung wäre das Violett und für die anderen Symbole, die sind alle oben angegeben, sodass man die Karten so platzsparend so legen kann. Man muss nicht alles nebeneinander legen, man kann das einfach so untereinander der Reihe nach auslegen, die Karten. Das heißt, wir haben nur die 18 Geld an Einkommen. Wir haben auf dem Plan keinerlei Einkommen, wir haben hier keine markierten Einkommen, die schon freigespielt wurden. Das geht erst durch Artenschutzprojekte. Also kriegen wir 18 Geld. Ich habe hier 2, die legen wir zurück und dann nehmen wir uns 20. Okay. So, und dann geht schon die neue Runde los. Ah, Moment, wir kriegen noch unseren Verbandsarbeiter wieder zurück. Und damit können wir jetzt auch wieder was machen. Der Verband liegt wieder auf Stufe 5. Wenn wir den Leoparden ausspielen wollten, müssten wir einen Partner zu haben aus Afrika. Den können wir uns holen mit der Verbandsaktion Stärke 3. Das können wir mal machen. Wir spielen Verband, erste Aktion. Verband, holen uns den Afrika-Partner Zoo. Das gilt jetzt bereits als Afrika-Symbol im Zoo und natürlich als Partner Zoo. Und afrikanische Tiere werden jetzt um 3 billiger, wenn wir die Tierkarte auslegen wollen mit der Tieraktion. Okay. Haben wir das gemacht? Dann haben wir den Tüpfelhyänen-Auslauf. Das ist Sponsoren 5, wäre eine mögliche Aktion für uns. Damit würden wir ein Sonderzoogehege bekommen, können hier ein paar Bonusfelder abdecken vielleicht. Das versuchen wir mal. Wir spielen Sponsoren 5, zweite Aktion. Spielen diese Karte, die kostet uns ja nichts weiter. Wir bekommen den Tüpfelhyänen-Auslauf, das ist eines der Sondergehege, da gibt es eine ganze Menge. Die Pinguine und Eisbären, Schildkröten. Wo ist die Hyäne?
Hier sind die Hyänen ganz unten. So, das ist das Tüpfelhyänen-Auslaufgehege. Das dürfen wir jetzt platzieren. Ich muss uns gleich angucken, wo wir den genau platzieren. Und wenn wir ein Raubtiersymbol in den Zoo spielen, decke die oberste X-Karten des Stapels auf, Stärke X also. Nimm eine Tierkarte auf die Hand, leg die anderen Karten ab. X ist dein Raubtiersymbol. Die Anzahl der Raubtiersymbole. Jäger X. Ah, okay. Das trifft also nicht sofort. Wir können jetzt keine Karten nehmen. Aber wir kriegen die Hyänen. So, auch hier müssen wir wieder angrenzend bauen. Und wir schauen mal. Das Gehege kann man nicht spiegeln. Auf der Rückseite ist es frei. Das heißt, wir dürfen hier das so nur anlegen, wie es zu sehen ist. Hier könnten wir ein Symbol abdecken. Hier könnten wir ein Symbol abdecken. Da geht es nicht hin. Hier können wir ein Symbol abdecken. So können wir zwei Symbole abdecken. Da ist dann noch Platz für ein Dreiergehege. Das ist aber ungünstig. Ich glaube, so ist es nicht schlecht. Wir spielen die Hyänen hier hin. Und das Symbol, dieses Bonussymbol, sagt uns, ziehe eine Karte entweder vom Nachziehstapel, das ist das obere Teilsymbol, oder aus der Rufreichweite. Und genau das möchte ich. Ich möchte die Puma-Karte auf die Hand nehmen. Und alles andere rutscht nach. Das war die Aktion Sponsoren. Gut, jetzt ist das Technologieinstitut schon wieder so weit runtergerutscht, dass es in der nächsten Pausenwertung wegfliegen würde. Aber das würde ich mir gerne auch sichern. Das heißt, ich muss entweder wieder ein solches Symbol überbauen. Das haben wir hier noch zweimal auf dem Plan liegen. Oder ich muss die Kartenaktion auf Stärke 5 kriegen, dass wir zuschnappen können. Beides geht. Wir gucken mal. Wir könnten jetzt mit 20 Geld genau den Leoparden spielen. Haben den Partnerzoo, haben die Bedingungen erfüllt, hätten ein Gehege frei. Das können wir jederzeit tun. Frage ist, ob wir das tun wollen oder ob wir sagen, wir machen erstmal noch, wir bauen weitere Gehege, um für die Zukunft vorzusorgen. Eine Verbandsaktion können wir im Moment noch nicht machen. Oh, ich glaube, Karten 2 bauen wäre jetzt mit einem Dreiergehege möglich. Das ist noch nicht gut. Wir wollen ja eventuell vielleicht ist es doch besser, erst den Puma einzuplatzieren. Dann bekommen wir noch ein bisschen Geld. Das ist jetzt die Abwägung. Wenn ich den Leoparden ausspiele, dann bekomme ich zwar 7 Attraktionen und einen Artenschutzpunkt. Und habe auch Jäger 4, was mir mit dem Tüpfelhyänen-Auslauf wieder Zugriff auf 4 Karten gibt und so weiter und so fort. Kostet aber 20 Geld, dann bin ich das ganze Geld los. Wenn ich den Puma platziere, kostet er mich nur 10 Geld, aber dann kann ich den Leoparden nicht mehr platzieren, muss vorher bauen und dann wieder Geld sammeln und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ganz ohne Geld kommen wir auch nicht klar.
Ich glaube, wir müssen erstmal noch ein bisschen. Wir spielen mal den Puma. Lieber in kleinen Schritten versuchen, daran zu kommen, an die Ziele. So, wir spielen den Puma. Tiere, Aktion. Das ist die Aktion. Wir spielen den Puma aus. Der kostet uns 10 Geld. Er muss an ein Dreiergehege, das an einen Felsen grenzt. Das haben wir hier. Dann spielen wir den Puma. Der gibt uns 5 Attraktionen. 1, 2, 3, 4, 5. Da steht jetzt als Effekt, schiebe den Pausenmarker 3 Schritte nach vorne. Den gibt es im Solospiel nicht, aber wir bekommen trotzdem 3 Geld. Die kriegen wir. So. Und wir haben ja den Tüpfel hier in Auslauf, haben ein Raubtiersymbol gespielt mit der Stärke x gleich deine Raubtiersymbole. Wir haben jetzt 2 Raubtiersymbole im Zoo. Das heißt, wir können jetzt die obersten 2 Karten des Stapels aufdecken und eine Tierkarte davon behalten. Ja, behalten wir einfach mal das goldene Löwenäffchen, auch wenn wir es wahrscheinlich wieder ablegen werden müssen. Aber es ist jetzt erstmal da. Und damit haben wir die Tiere-Aktion abgehandelt. So, jetzt brauchen wir. Jetzt können wir wieder ein bisschen bauen, weil wir haben jetzt noch etwas Geld. Wir haben 10, 12, 13 Geld. Wir können uns Karten organisieren und könnten zuschnappen, könnten uns das Technologieinstitut schnappen, bevor das abhaut mit der nächsten Pause. Ich glaube, das machen wir zuerst. Wir nehmen Karten 5 und schnappen zu, nehmen diese Karte auf die Hand. Und haben erstmal das Technologieinstitut. Das können wir mit Sponsoren 5 ausspielen. Gibt uns noch ein Wissenschaftssymbol, gibt uns regelmäßig als Einkommen einen X-Marker und gibt uns vor allen Dingen auch Artenschutzpunkte mit Partneruniversitäten. Da müssen wir dann versuchen, das möglichst auch voll zu kriegen. Gut, das war die nächste Aktion. Und jetzt können wir bauen. Die Frage ist, was bauen wir? Ein Zweier-, Dreier- oder Vierer-Gehege? Auch hier wieder die große Frage. Ein Vierergehege könnten wir hier hinbauen. Ein Zweiergehege hier. Ein Dreiergehege müsste an Felsen angrenzen. Wie kriegen wir das platziert? Das kriegen wir hier platziert. Würde uns sogar noch mal 10 Geld geben, also in der Summe 4 Geld sogar dazu geben. Wir bauen ein Dreiergehege. Das kostet uns 6. Wir bauen das hier oben an die Spitze. Und das gibt uns noch mal 10 wieder zurück. Das war das. Und jetzt schauen wir mal, könnten wir wahrscheinlich den Leoparden spielen. Ja, das ist, glaube ich, als letzte Aktion in der Runde eine ganz gute Aktion. Wir spielen Tiere 3, das passt auch, denn der hat eine Größe von 3. Ist genau ausgenutzt, legt die Karte mal besonders hin hier. Das ist jetzt ein Moment abhandeln. Wir müssen ihn in ein Dreiergehege mit Felsen platzieren, das haben wir. Es kostet uns 20 Geld, aber da wir den Afrika-Partner-Zoo haben, da ist er, kostet uns nur noch 17 Geld. Und genau die haben wir. Das passt jetzt gut. Das heißt, wir können ihn platzieren. Den Partner-Zoo brauchten wir ja auch, da ist er. Kriegen jetzt erstmal 7 Attraktionen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bekommen auch einen Artenschutzpunkt und dürfen jetzt entscheiden, ob wir einen Verbandsmitarbeiter nehmen oder eine Karte upgraden. Das sind
letzte Aktion war das jetzt. Das sind jetzt Dinge, es gibt insgesamt nur 4 Möglichkeiten, Karten überhaupt abzugraden. 1, 2, 3 und hier die 4. Das heißt, wir können eh nicht alle Karten upgraden. Und am seltensten mache ich das mit der Sponsorenkarte. Das deutet sich hier auch nicht an, dass wir das brauchen. Ob wir aber mit 4 oder mit 3 abgegradeten Karten klarkommen und ein Verbandsmitarbeiter würde uns mehr Verbandsaktionen ermöglichen, was uns hilft. Ich glaube, wir nehmen uns den Verbandsmitarbeiter. Das ist vielleicht keine gute Entscheidung, wir werden sehen. So, dann haben wir das abgehandelt. Dann haben wir jetzt die Aktion Jäger 4. Beziehungsweise und dann als zweites nochmal anscheinend den Tüpfelhyänen-Auslauf, wo wir Jäger X haben, nämlich Jäger 3, weil das die Anzahl meiner Raubtiersymbole ist. Das ist, also wir haben jetzt hier mit der Tierkarte den Jäger 4-Effekt. Das heißt, wir decken 1, 2, 3, 4 und dürfen eine Tierkarte behalten. Da gibt es nur eine. Das ist das Lama. Und durch die Tüpfelhyänen haben wir jetzt 1, 2, 3 und haben nochmal Jäger 3. Dürfen eine Tierkarte behalten. Tja, behalten wir mal das Wiesent. Aber ob wir das brauchen, weiß ich nicht. Denn jetzt haben wir die Leopardenkarte abgehandelt. Zack, so. Und jetzt ist wieder eine Pausenwertung. Also, ein Würfelchen kommt hier rüber. Die Würfel kommen alle auf die linke Seite wieder. Dann checken wir das Kartenlimit. Da müssen wir jetzt mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir müssen 2 Karten ablegen. Die Dschungelkarte werden wir nicht brauchen. Und ob wir den Primaten brauchen, eher auch nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Das andere lässt uns Optionen. Schauen wir. So, dann haben wir die 5 Karten. Dann kriegen wir unsere Verbandsmitarbeiter zurück, haben jetzt 2. Dann rutscht die Marktauslage. Und dann bekommen wir unser Geld. Wir bekommen jetzt 22 Geld und andere Einkommensquellen haben wir noch nicht. Nein, 22 Geld. Und den Leoparden mussten wir natürlich, das habe ich vergessen, aufdecken. So, das Gehege ist ja jetzt besiedelt. Okay. Dann haben wir noch eine interessante Sponsorenkarte, die wir noch legen wollen jetzt als nächstes. Dann haben wir den Schabrackentapir, der interessant ist. Das Wiesent vielleicht nicht, aber das Lama und den Sumatra-Tiger, die können auch noch interessant sein. Wir haben aber schon 2 Artenschutzsymbole oder 3 Raubtiersymbole sogar. Wenn wir noch ein 4. Raubtiersymbol ausspielen können, und das wäre dann der Tiger im Moment, andere Raubtiere sehe ich gerade nicht, dann könnten wir auch könnten uns hier 4 Artenschutzpunkte holen mit diesem Artenschutzprojekt. Das wäre noch eine Idee. Aber wir können im Moment bauen, haben wir noch nicht wirklich. Okay, dann müssen wir eine kleine Sequenz machen. Ob wir dahin kommen, werden wir sehen. Also, wir brauchen, um Artenschutzprojekte unterstützen zu können, aber auch nur noch eine Stärke von 4 auf der Verbandskarte. Das ist auch gut zu wissen. Das ermöglicht uns der Tierarzt. Wir beginnen mit einer Verbandsaktion. Verbandsaktion, und zwar Stufe 4. Holen wir uns diese Partneruniversität hier. Und die ermöglicht uns jetzt, erstens 2 wissenschaftlichen Ruf zu bekommen, 1, 2. Und jetzt haben wir sowohl hier auf diesem Bonusfeld als auch hier auf diesem Feld die Möglichkeit, eine Karte abzugraden. Das heißt also, wir können jetzt 2 Karten upgraden. Was machen wir? Wir brauchen die Verbandsaktion abgegradet, denn dann können wir auch spenden, um Artenschutzpunkte zu bekommen.
Und vielleicht graden wir die Bauernkarte oder die Kartenkarte. Für den wissenschaftlichen Ruf müssen wir die Karte hier upgraden, für das Bauen hier. Wir nehmen die Bauernkarte zuerst mal. Passt das? Ja. So, damit haben wir die Verbandsaktion durchgeführt. Und jetzt können wir Sponsoren 5 spielen. Das gibt uns erstens einen X-Marker. Ich erzähle euch gleich, für die, die das Spiel nicht kennen, wofür der gut ist. Wir bekommen noch ein wissenschaftliches Symbol in den Zoo. Da haben wir jetzt also auch schon 1, 2, 3. Dann haben wir für die Partner-Unis bekommen wir, wenn die alle voll sind, nochmal einen Artenschutzpunkt extra. Ich denke, das ist eine hilfreiche Karte, weil wir auch mit dem Tierarzt auf 3 Partner-Unis noch einen Artenschutzpunkt bekommen. Und das heißt, also wir bekommen für die gleiche Leistung jetzt 2 Artenschutzpunkte. Das ist schon mal gut. So, jetzt ist die Verbandsaktion auf 2. Und jetzt nutzen wir den X-Marker, den wir hier bekommen haben. Brauchen wir den? Ja, warum nicht? Wir nutzen jetzt direkt den X-Marker und zwar mit der Verbandsaktion. Und die Verbandsaktion liegt jetzt hier auf der Stärke 2. Und der X-Marker erlaubt uns jetzt, die Verbandsaktion mit einer Stärke höher auszuführen. Sie liegt zwar auf 2, aber wir können sie jetzt mit 3 nutzen. Dafür muss ich den X-Marker aber wieder abgeben. Und das Ganze rutscht auch nur hier hin. Aber da kann ich jetzt meinen zweiten Verbandsmitarbeiter hier hinlegen und kann mir beispielsweise einen Partner zu holen aus Asien und leg den hier hin. Und damit kann ich wieder eine Karte upgraden. Und das machen wir jetzt mit der Kartenkarte. Und da die Verbandsaktion ja schon abgegradet war, kann ich jetzt auch spenden. Und wir schauen hier, für 5 kriege ich jetzt tatsächlich einen Artenschutzsymbol. Dafür muss ich einen Marker hier da drauflegen, kriege ich einen Artenschutzpunkt. Spenden sollte man, das ist durchaus günstig, an Artenschutzpunkte zu kommen, wenn das geht. Haben wir jetzt mal gemacht. Gut. Damit haben wir einmal Sponsoren gespielt, wir haben Verband gespielt und nochmal Verband gespielt. Das war's, genau. 3 Aktionen in dieser Runde gespielt. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen ein Gehege bauen. Und eigentlich wäre Bauen 4 ja ziemlich gut, damit wir den Tiger irgendwann mal spielen können. Und genau das können wir zumindest mal vorbereiten. Ja, wir machen Bauen 4. Und die nächste Aktion. Alternativ, da wir ja jetzt 2 verschiedene Gehege bauen können, auch ein Einer und Zweier oder sowas, ist die Frage, ob wir nicht vielleicht doch erst auch ein Zweiergehege bauen und dazu noch einen Kiosk oder sowas, um uns hier noch weitere Möglichkeiten offen zu halten. Das können wir tun, denke ich. Weil dann können wir nämlich noch den Tapir spielen. Kriegen wir da, haben wir noch das Geld dafür? Vielleicht nicht. Vielleicht aber das Lama. Aber das kriegen wir sowieso ausgespielt. Und den Tapir dann in der nächsten Runde. Und den Tiger noch ein bisschen später. Vielleicht behalten wir den noch etwas auf der Hand. Wir brauchen aber das Artenschutzsymbol irgendwann. Ja, okay, wir bauen. Und zwar bauen wir mit der Stärke 4. 1, 2, 3. Ne, das war die vierte Aktion, wird ja jetzt das Bauen. Genau, das ist diese hier. Wir bauen 4 und nehmen ein Zweiergehege und einen Kiosk, denke ich.
der uns nämlich Einkommen gibt. Nehmen das beides auf die Hand, bauen das. Das sind dann drei Felder, die wir überdecken werden. Sie kosten 6 Geld. Und das Gehege platzieren wir hier, den Kiosk platzieren wir hier in der Mitte. Ja, so, dass wir ihn gut sehen können. Und das Zweiergehege platzieren wir hier, so dass wir einmal einen X-Marker bekommen. Das sagt uns das Kioskfeld. Und einmal eine Karte entweder vom Nachziehstapel oder aus der Rufreichweite ziehen dürfen. Also wir bekommen einen X-Marker und eine Karte aus Rufreichweite oder vom Nachziehstapel. Oh, hier dürfen wir einen Spielplatz platzieren. Die nehmen wir uns. Zack, 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 denn sie gibt uns auch ein Felsensymbol. So. Das war die Bauenaktion. Und jetzt können wir ja, warum denn nicht? Wir haben jetzt frisch die Karte bekommen. Wir können jetzt entweder noch ein Tier platzieren, hier. Das würde uns für die, allerdings nicht den Tapir, der kostet uns zwar wegen des Partnerzoos nur 14, aber die haben wir nicht mehr. Den Tapir kriegen wir nicht mehr platziert in dieser Runde. Alternativ könnten wir das Lama platzieren. Das kann aber zu einem anderen Pflanzenfresser hinzugespielt werden, das braucht kein eigenes Gehege. Das würde also mit praktisch zu dem Bergtapir gehen, in das Gehege das Lama. Und dann hätten wir das Gehege noch frei. Und das würde auch funktionieren. Alternativ können wir das Felsensymbol platzieren, nämlich mit dem Abenteuerspielplatz und der Sponsoren-3-Karte. Wir bauen den Abenteuerspielplatz, spielen Sponsoren 3 als letzte Aktion und schauen mal, wir suchen uns den Abenteuerspielplatz raus. Welches Symbol hat der? Das ist dieses hier. Das braucht so viel Platz wie ein Zweiergehege. Den platzieren wir, das müssen wir an mindestens einem Felsenfeld platzieren und den platzieren wir hier. Und damit kriegen wir nochmal eine Karte vom Nachziehstapel oder aus Rufreichweite. Und dann nehme ich mal den Geologen auf die Hand. Der hat nämlich auch was mit Felsenfeldern zu tun. Da kriegen wir Attraktionspunkte und wir müssen Felsenfelder erschließen. Jedes Feld, das du neben einem Felsenfeld bebaust, ein Geld. Das heißt, wir würden für diese Felder, die wir neben den Felsenfeldern bauen, dann nochmal Zusatzeinkommen bekommen. Und er gibt uns noch ein Felsensymbol für unseren Kletterparkziel. Den Sponsor nehmen wir uns auf die Hand. So, damit haben wir den Abenteuerspielplatz platziert. Dann kommt jetzt wieder eine Pause. Der Marker kommt rüber, die anderen restlichen 4 Marker. Kommen hier rüber. Wir kriegen unsere Verbandsarbeiter zurück. Auffüllen müssen wir nichts. Dann müssen wir das Kartenlimit checken. 1, 2, 3, 4, 5. Das passt. Da müssen wir nichts tun. Müssen wir nicht kontrollieren. Und wir kriegen jetzt einmal eine rotierende Marktauslage. Oh, da ist noch ein Felsenfeld, der Pavianfelsen. Okay. Und wir bekommen Geld. Und zwar bekommen wir Einkommen, einmal die 22 hier. Und neben dem Kiosk liegen 1, 2 Gehege. Und für jedes Gehege am Kiosk, was besetzt oder ein Spezialgehege ist, bekommen wir 2 Geld. Sind also nochmal 4 zu den 22 und 26. So. Und weiter geht's.
So langsam müssen wir mal Artenschutzprojekte unterstützen. Was haben wir noch? Ja. Sponsoren liegt auf 1, können wir nicht spielen. Wir könnten Tiere ausspielen. Oder wir könnten bauen 2, ist ein bisschen wenig. Verband 3 besorgt uns einen Partnerzoo. Asien haben wir. Amerika könnten wir noch mal brauchen. Afrika haben wir schon. Eigentlich können wir auch eine Uni brauchen. Dafür brauchen wir aber Verband 4. Wir machen erstmal die Kartenaktion. Die erlaubt uns in dieser Stärke jetzt in Rufreichweite oder vom Nachziehstapel zu ziehen oder zuzuschnappen. In Rufreichweite liegt irgendwie aus meiner Sicht nichts Spannendes. Wir nehmen mal 4 Karten vom Nachziehstapel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wir haben hier ein Raubtiersymbol und ein Pflanzenfressersymbol. Und müssen aber auch nur eine Karte zurückgeben. Dann geben wir den Vogel weg. Den amerikanischen Bison. Ich glaube nicht, dass wir den brauchen werden. Aber wir haben hier noch ein Raubtier und ein Pflanzenfresser. Wir haben insgesamt 1, 2, 3 Raubtiersymbole. Wir bräuchten eigentlich 4, um ein sinnvolles Artenschutzprojekt zu unterstützen. 4 verschiedene Kontinente oder 2 oder 4 Pflanzenfresser. Kontinente haben wir im Moment mit Amerika und Afrika nur 2. Hier ist aber auch Asien schon drauf. Das heißt, wir haben schon 3 Kontinentsymbole. Und hier hätten wir noch Australien. Und hier ist Europa mit dem Wiesent. Okay, das haben wir aber mit der Kartenaktion. Das war das erste. Müssen wir noch hier verwalten. So. Damit haben wir das. Jetzt könnten wir ein Tier ausspielen. Wir haben hier noch ein Zweiergehege. Wir können sogar 2 Tiere ausspielen. Das sagt uns Tiere 4. Und zwar wäre das durchaus möglich zu sagen, wir spielen diese beiden Pflanzenfresser aus. Denn das eine, das Lama, kommt zu dem Bergtapir dazu oder zu dem Nacktnasenwombat, der dieses Zweiergehege belegen würde. Was kosten die uns? Die kosten uns in der Summe 19 abzüglich. Nee, Partnerzoos haben wir für beide Kontinente noch nicht. Ich habe noch etwas vergessen, fällt mir gerade auf. Bei der Einkommensrunde habe ich noch den X-Marker vergessen, den ich zusätzlich bekomme. Hier über die Sponsorenkarte. Tjo, dann könnten wir vielleicht Tiere 5 spielen. Jawohl. Spielen diese beiden Tiere aus. Zahlen dafür 19. So, und schauen mal, wo wir die platzieren. Wir platzieren den Nacktnasenwombat hier, in diesem Gehege. Das bringt uns 4 Attraktionen, 1, 2, 3, 4. Und die Aktion Beutel 1, du darfst eine Karte von der Hand unter diese Karte legen, um 2 Attraktionen zu erhalten. Und da findet sich bestimmt was, denn ich glaube nicht, dass wir das Wiesent in einem 5er Gehege ausspielen werden. Die legen wir einfach da drunter. Und bekommen 2 zusätzliche Attraktionen. Und das Lama spielen wir auch aus. Das platzieren wir einfach zu dem Nacktnasen-Wombat dazu. Bezahlt haben wir schon. Und damit kriegen wir noch 4 Attraktionen. 1, 2, 3, 4. Ja, jawohl, so haben wir das. Gut.
Jetzt haben wir 1, 2, 3 Pflanzenfresser-Symbole in unserem Zoo. 1, 2, 3 Raubtiersymbole in unserem Zoo. Bei beiden bräuchten wir eigentlich 4. Kontinente haben wir 1, 2, 3, 4 Kontinentsymbole in unserem Zoo. Das würde uns hier 3 Artenschutzpunkte geben. Was bräuchten wir noch an Kontinent? Wir bräuchten noch Europa. Das können wir machen. Wir machen Folgendes. Wir machen jetzt Verband 5. Damit schicken wir jetzt mit dieser aufgerüsteten Verbandskarte ein oder mehrere verschiedene Verbandsarbeiten mit Gesamtwert von maximal 5 los. Und das passiert Folgendes. Wir machen 2 Verbandsarbeiten, nämlich einmal 3 und einmal 2. Mit der 3 holen wir uns den Partner zu Europa. Der gibt uns einen weiteren Verbandsarbeiter. Zack. So, mit der 2 bekommen wir 2 wissenschaftlichen Ruf. 1, 2. Das war diese Aktion hier übrigens. Und damit rutschen wir wieder in eine Pause. Jo. War das richtig? Nein, das war nicht ganz richtig. Wir machen Folgendes. Ich gehe mal mit dem wissenschaftlichen Ruf wieder zurück. Wir hatten ja Verband 5 und das verstärken wir mit 2 X-Markern auf 7. Das dürfen wir tun. Und 3 und 4 machen wir. Wir machen die Aktion Nummer 4. Das sind auch 7. Also den Partner zu Europa behalten wir mit dem zusätzlichen Verbandsmitarbeiter und zusätzlich diese Partner-Uni mit 2 Wissenschaftssymbolen und bekommen dafür 2 Artenschutzpunkte. 1, 2. So, und das gibt uns nämlich jetzt die Möglichkeit, 3 X-Marker zu nehmen oder einmal 2 Marker. Ich glaube, ich möchte die 3 X-Marker. Die kann ich etwas flexibler einsetzen. Und dann nehme ich mir die. So, jetzt haben wir es. Und das war die Verbandsarbeit. Und damit ist unsere Runde wieder zu Ende. Ihr merkt, die Runden werden immer kürzer. Es kommt wieder und, vergessen, Verbandsmitarbeit für 7 Geld spenden wir natürlich nochmal. 1, 2, das darf man nicht vergessen. Nie wieder kommen wir so günstig an einen Artenschutzpunkt. Denn jetzt kommt ja wieder ein Würfelchen hier rüber und jetzt kosten die Spenden schon 10 und danach 12. 1, 2, 3, 4, 5 Karten auf der Hand, das ist gut. Kartenlimit ist erreicht. Marktauslage rotiert. Hier sind jetzt, da ist noch eine Felsensymbolkarte, der Pavianfelsen. Na, mal gucken, ob wir den vielleicht nochmal schnappen und ausspielen können. Denn wir brauchen ja 1, 3, 5, 7 Felsensymbole. 1, 2, 3, 4, 5 sehe ich schon. Noch 2 bräuchten wir, um noch einen Artenschutzpunkt zu kriegen. Und da liegt einer. Mal gucken. Okay, jetzt das Einkommen, ein X-Marker. Dann Geld 2, 4, 6 plus 24 sind genau 30. Jawohl. Und die Verbandsmitarbeiter kommen zurück. Jetzt haben wir Bauen 5. Das könnten wir tun, damit wir dann doch irgendwann mal. Hier ist noch der Geologe. Dann haben wir noch den Tapir, den Schabrackentapir. Den haben wir noch nicht ausgespielt. Und den Sumatra-Tiger. Den könnten wir auch ausspielen. So, Geld wird langsam. Ja, haben wir genug, denke ich. Und dann müssen wir mal anfangen, Artenschutzprojekte zu unterstützen. Wir schauen. Also, Bauen 4 können wir machen. Wir können auch Bauen 5 machen. Ja, das hilft uns. Hilft uns das? Ja, ein bisschen. Wir machen Bauen 5. Das ist die erste Aktion. Bauen erstmal ein Vierergehege hier hin. Und dann können wir noch einen
Einen Kiosk vielleicht hier oder hier hinbauen. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das Vierergehege und wir bauen 5, also bauen wir insgesamt für 10 Geld. Ein Einergehege brauchen wir, glaube ich, nicht. Nee, wir haben keine Einertiere. Dann bauen wir das Vierergehege hier hin und haben damit auch 2 Wasserfelder erschlossen. Und den Pavillon, den bauen wir hier hin. Der gibt uns nämlich, entweder gibt er uns jetzt schon 2 Attraktionen oder er gibt uns regelmäßig Geld. Ich denke, wir nehmen die Attraktion. Genau, so war es. Dann machen wir einen Pavillon hin. Wir hätten auch einen Kiosk machen können. Nee, da ist der Abstand nicht ausreichend. Wir könnten auch einen Kiosk hier machen und uns dafür einen X-Marker nehmen, aber den nehmen wir uns von hier aus so. So, X-Marker dürfen wir maximal 5 haben, da müssen wir langsam welche ausgeben. Dann spielen wir. Wir dürfen ein Tier auswildern der Größe 3. Nee, wir dürfen ein Tier ausspielen, so rum. Oder wollen wir erstmal die Sponsoren spielen, den Geologen? Jo, wir spielen Sponsoren 5, den Geologen. Das ist die nächste Aktion. Und das erlaubt uns, das begibt uns jetzt Einkommen. Für jedes Feld, das du neben einem Felsenfeld bebaust, künftig dann ein Geld. Aber jetzt aktuell bekomme ich für je 2 Felsensymbole 3 Attraktionen. Jetzt gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felsensymbole. Das macht 3 mal 2 Symbole. Und damit komme ich 3 mal 3 Attraktionen, macht 9 Attraktionen. 46 und 9 sind 55. Damit komme ich hier um die Kurve. Das ist schon mal sehr gut. Seht ihr das da oben? Jawohl, das sollte zu sehen sein. Und das ist auch für die Endwertung noch sinnvoll, wenn ich alle Felsenfelder erschlossen habe. Und da fehlt mir nur noch eines, was nicht erschlossen ist. Alle anderen haben zumindest ein Gehege oder Gebäude als Nachbarn und sind dann somit erschlossen. Ich muss nur noch ein Felsenfeld erschließen. Damit bekomme ich noch einen Artenschutzpunkt extra. Das ist gut in der Endwertung. Okay, das war die Sponsorenaktion. Und jetzt ist die Frage, ob wir den Sumatra-Tiger ausspielen. Ja, das machen wir. Tiere. Und dann kommt es jetzt in den letzten Runden nur noch auf die Artenschutzprojekte an. Das kriegen wir auch hin. Spiele Tierkarten von der Hand aus. Eine Tierkarte, das ist der Tiger. Er kommt in dieses Vierergehege. Wir haben den Partner zu Asien, haben wir. Kostet uns also nur noch 23. Hier haben wir. Bekommen 7 zurück. Zwei Wissenschaftssymbole haben wir schon längst. Hier liegen alleine schon 3 und das sind nochmal 2, sind 5. Und wir bekommen einen wissenschaftlichen Ruf hierhin. Wir bekommen 2 Artenschutzpunkte, 1, 2. Und das gibt uns einen Partnerzoo. Oder, nein, das gibt uns 2 wissenschaftlichen Ruf, 1, 2, das gibt uns einen Verbandsmitarbeiter, der uns sogar noch 2 Artenschutzpunkte gibt. 1, 2. Und jetzt müssen wir uns entscheiden. Wir nehmen natürlich nicht den Naturalistenzoo für unbebaute Felder Punkte kriegen, sondern wir nehmen den Kletterpark. Der bleibt bei uns. Das haben wir damit. Und dieses Geld haben wir bezahlt. Der kommt in dieses Gehege hier.
Die zwei Artenschutzpunkte haben wir uns genommen. Er kriegt auch 8 Attraktionen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Damit sind wir hinten um die Ecke rum. Bei 63 Attraktionen. Und damit haben wir das gespielt. War das jetzt Sponsoren bauen? Ich glaube, das war die letzte Aktion in dieser Runde. Und damit wird der Marker rübergeschoben. Wir haben jetzt noch 2 Züge und dann sind wir durch. Und das kriegen wir, glaube ich, hin. Ja, wir holen uns jetzt noch ein paar Artenschutzpunkte und sichern uns weitere mit 2 Attraktionen. Das könnte funktionieren. Und zwar müssen wir jetzt erst wieder die Pause abhandeln, Kartenlimit prüfen, 1, 2, 3, das ist mehr als ausreichend erfüllt. Der Marker ist rüber, die Marktauslage wandert noch einmal. Den Pavianfelsen werden wir wohl nicht mehr spielen können. Und dann geht es jetzt ums Geld nochmal. Wir bekommen jetzt tatsächlich schon 28 Geld von hier. Wir bekommen hier noch einen X-Marker. 1, 2, 3, haben aber 1, 2, 3, 4, 5 schon genug X-Marker, können keinen weiteren bekommen. Dann bekommen wir die 28 Geld. 30, 32, 34 Geld. So, da haben wir das Geld. Und jetzt machen wir Verbandsaktion. Und wir können mit Verband 4 schon ein Artenschutzprojekt unterstützen. Und wir haben noch X-Marker. Und zwar geben wir davon jetzt 3 aus. Und schicken 2 Verbandsmitarbeiter los. Einen fürs Artenschutzprojekt. Obwohl hier eine 5 steht, der Tierarzt sagt uns, dass wir das auch mit 4 dürfen. Und hier führt noch ein 3. Und wir bekommen jetzt meinetwegen den Partner zu, es ist jetzt im Prinzip egal, Australien. Und damit bekommen wir weitere 2 Artenschutzpunkte, 1, 2. Und mit dem Artenschutzprojekt, das wir jetzt unterstützen, können wir uns jetzt aussuchen. Wir haben 1, 2, 3, 4 Raubtiersymbole. Das wären hier 4 Artenschutzpunkte. Wir haben 1, 2, 3 Pflanzenfressersymbole im Zoo. Das wären nur 2 Artenschutzpunkte. Aber wir haben auch 1, 2, 3, 4 und hier ist der 5. Kontinentsymbole im Zoo. Das heißt, wir haben hier 5 Artenschutzpunkte liegen. Und genau die nehmen wir uns. Und die nehmen wir uns hier mit. Nein, doch, 5. Und hier bekommen wir noch einen 6. Artenschutzpunkt, indem wir den sofort nehmen. Das ist auch ein sofortiger Einkommen, sofortiger Bonus. Und hier sind die 5 Artenschutzpunkte. In der Summe bekommen wir also 6 Artenschutzpunkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 für die Unterstützung dieses Artenschutzprojektes. Und damit hätten wir das hier. Ich frage mich gerade, ob wir diese 2 Artenschutzpunkte nicht hätten besser liegen lassen sollen. Das hier. Die 3 X-Marker aufbewahren. Ja, ist vielleicht sogar besser. Wir nehmen das zurück, den Verbandsmitarbeiter. Und die 1, 2 Artenschutzpunkte von hier oben, legen den wieder zurück, diesen Partnerzoo. Und dann nehmen uns aber auch die 3 X-Marker zurück. Ich sage euch warum. Ich kann jetzt nochmal spenden für 12. Bekomme ich noch einen Artenschutzpunkt. Das war ja meine Verbandsaktion. 12. Noch ein Artenschutzpunkt. Die 2 Artenschutzpunkte hätte ich natürlich jetzt kriegen können. Aber jetzt kann ich als letzte Aktion, das war ja meine erste Aktion in dieser Runde, jetzt kann ich als letzte Aktion nochmal Verband spielen und kann jetzt aber mit 3 X-Markern auf Verband 4 kommen und kann noch ein Artenschutzprojekt unterstützen. Und das bringt mir mehr.
Denn jetzt kann ich die 1, 2, 3, 4 Pflanzenfresser-Symbole ebenfalls von hier aus unterstützen. Mit einem Zweiergehege, auch da sage ich euch gleich warum. Und unterstütze nämlich die 4 Pflanzenfresser-Symbole hier und bekomme dafür 4 Artenschutzpunkte. Das heißt, ich habe 2 Artenschutzpunkte mehr. 4 Artenschutzpunkte. 1, 2, 3, 4. Und ihr seht, wir kommen jetzt mit dem letzten Zug alleine schon ins Positive, in die Überkreuzung. Und wir haben ja noch nicht die Endwertung gemacht. Das war der hier. Und danach kann ich ja nochmal in diesem Zug zusätzlich eine Spende vornehmen. Auch jetzt spende ich nochmal für 12. Geld ist nachher nichts mehr wert. Und bekomme noch einen Artenschutzpunkt. Das heißt, ich konnte zweimal spenden, zweimal ein Artenschutzprojekt unterstützen. Das hat mir mehr gebracht, als jetzt noch den letzten Partner zuzukriegen. Und damit sind wir mit dem Spiel fertig und müssen nur noch in Anführungszeichen die Endwertung durchführen. Und jetzt schauen wir, was wir noch kassieren können. Die Endwertung läuft so ab, dass ich jetzt hier bei den Karten die raussuche, die noch einen braunen Streifen oder ein braunes Icon oben haben, weil sie die Endwertung betreffen. Ich habe aber hier noch das Zweiergehege zu platzieren, ein kostenfreies. Und das platziere ich hier. Damit kriege ich noch einen X-Marker. So. Jetzt haben wir es. Und auch das hier hilft uns nämlich, weil wir jetzt hier den letzten Felsen noch entschlossen haben. Also, wir schauen, was wir noch an Artenschutzpunkten kriegen. Und hier haben wir noch unser Endwertungsziel. Wir kriegen noch einen Artenschutzpunkt, falls wir alle Felsenfelder erschlossen haben. Und das haben wir gerade eben im letzten Zug geschafft. Da kriegen wir also noch einen Artenschutzpunkt. Abgehakt. Dann bekommen wir zweimal für alle 3 Partner-Unis einen Artenschutzpunkt, sind also nochmal 2 Punkte. 1, 2. Jawohl. Und jetzt gucken wir auf unser Abschlussziel. Und hier heißt es, die Zahl der Felsensymbole in deinem Zoo. Dann zählen wir nochmal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Für 6 gibt es 3 Artenschutzpunkte. Ja, eines hätte uns noch gefehlt. So ein Pavianfelsen oder sowas, dazu sind wir nicht mehr gekommen. Also kriegen wir jetzt noch 3 Artenschutzpunkte. 1, 2, 3. So. Und jetzt funktioniert die Gesamtrechnung so, dass wir schauen, wir sind hier bei 63 Attraktionen und hier haben wir 40, auf der Höhe von 40, den Artenschutz. Wir ziehen das ab, die 63 minus 40 und sind damit bei insgesamt 23 Punkten plus 23. Und damit sind wir größer 0, das ist schon mal gut, und haben das Spiel damit den Solo-Modus als gewonnen gewertet. Genau. Das heißt, wir haben, 1, 2, 3, 4, 5 Tiergehege belegt, eines sogar mit 2 Tieren, ein Pavillon, ein Kiosk, ein Spielplatz, die Tüpfelhyänen, haben ein paar Sponsorenkarten ausgelegt, haben Kontinente, haben Partnerunis, Partnerzoos, alles fertig, haben 2 Artenschutzprojekte unterstützen können, haben ein paar Mal gespendet. Da sind hier nochmal 2 oder sowas gewesen. Die spielen hier keine Rolle mehr. Und damit sind wir fertig. Ja, das war eine Runde Arche Nova. In der Solo-Variante ein sehr schöner Trainer auch, um die verschiedenen Pläne auszuprobieren. Das war jetzt Plan 0. Plan A habe ich schon gespielt. Plan 4 habe ich, glaube ich, auch schon gespielt jetzt. Und Plan 1. Die werde ich alle nochmal weiter probieren. Auch im Solo-Modus und auch im Gruppenspiel zu viert oder sowas werden wir da sicherlich nochmal weitere Pläne spielen. Deswegen, und weil es ein so schöner Trainer ist, ist der Solo-Modus eben auch sehr gut geeignet und übt für das Gruppenspiel. Also ist jetzt kein separater Automa, den man hier abhandeln muss, sondern man spielt seine Züge, man muss sie nur verwalten. Es kann sein, dass ich hier einmal verpasst habe, ein Würfelchen rüber zu schieben, dann hätte ich einen Zug zu viel gemacht. Die 7 Würfel hier, wenn man das durchzählt, kommt man auf insgesamt 27 Züge, die man machen darf. Innerhalb von 7 Runden, wovon 6 mal das Pausenereignis eintritt.
hervorragend gemacht. Macht unglaublich Spaß. Man kann auch deutlich verlieren. Ich hatte letztens eine Runde mit dem Plan 4, wo ich dann bei minus 12 oder sowas hängen geblieben bin, weil die Artenschutzprojekte, meine Ziele und die Karten, mit denen ich gespielt habe, überhaupt nicht zusammenpassen wollten. Und ich habe dann auch vielleicht nicht gut gespielt. Das kommt dann noch dazu und dann merkt man es und verliert dann auch deutlich mal so ein Spiel. Aber hier hat es jetzt sehr gut geklappt aus meiner Sicht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen von den Regeln nahebringen und einen Eindruck verschaffen, wie dieses Spiel im Solo-Modus funktioniert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wenn ja, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartakus.